بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind jetzt mit dem zweiten Teil vom fünften Kapitel und haben es schon bis Seite 29 geschafft. Jetzt gibt es noch einige Aufgaben von dem davor, was wir noch nicht gemacht haben. Und daher kommen wir noch mit einigen anderen Aufgaben. Und dann sind wir mit dem Kapitel, inshallah, fertig. Also die Aufgaben waren eigentlich nur lesen. Deswegen, Hussein, kannst du die letzten zwei Sätze oben lesen, bitte, mit der Übersetzung. Dein Mikrofon ist aus. Ja. Um Moment Ente. Genau, und was heißt das? Wessen Sohn bist du sozusagen? Oder genau. Von wem bist du der Sohn? Anna Ebnul, Anna Ebnul Mudarris. Anna Ebnul Mudarrisi. Okay. Ebnul Mudarrisi. Was genau. Heißt das? Ich bin der Sohn des Lehrers. Okay. 20? Einel Kelbi? Einel Kelbu? Kelbu? So. Was? Achso, stimmt. Hör, nee, warte mal, warum? Warum Kelbu? Weil hier ist es ein ganz normaler Satz. Wir haben ja gesagt, es gibt Jumle. Also wir haben jetzt mit dem Jumle ist mir angefangen, wo zwei Wörter sind, wie zum Beispiel هذا oder هذه قطة وهذا قط هذا قط. Und dann haben wir gesagt, eben beide bekommen Dhamma. Und ja. Hier genau, أين الكلب ist eine Frage, wo die Hauptbausteine schon vorhanden sind. Und deswegen sind beide sozusagen marfu, also Dhamma. Okay. Deswegen sagen wir Einel Kelbu. Und was heißt das? Ja. Wo ist dein Hund? Wo ist der Hund? Ach so, stimmt. Wo ist der Hund? Genau. Wo ist der okay, Hund? Die Antwort. Hua tahta sayarati. Genau. Was heißt das? Er ist neben dem Auto. Tahta. Tahta. Habt ihr schon tahta? Müssten wir eigentlich gehabt haben. Also Tacht war unten. Ach so. Ich glaube. Das ist, glaube ich, ein nice Wort, oder? Ist möglich. Könnte wir sein. Hatten alle, wir hatten alle oder alle ila min und Vieh. Genau, und Vieh. Okay, dann ist Taht etwas Neues. Hua Taht al-Sayarati, er ist unter dem Auto. Okay. Okay, jetzt teilen wir das wieder ein. Die nächste Aufgabe, Aufgabe Nummer 5. Kawin Jumalan Mufidatan Bimal il-Faragi Fima Yali. Also, wir sollen vollendete oder ganze Sätze schreiben oder vervollständigen, indem wir diese Lücken vervollständigen. Abdullah könnte das eigentlich jetzt machen. Also das ist ganz normal Mudraf Ilay, Genitiv. Herr Hüsen, noch eine Zeile und dann wieder Abdullah und so weiter. Abdullah, kannst du anfangen? Ein al-Bayti mughlaqun. Wäre gut, wenn... Okay. Hier ist keine Frage. Der erste ist so und so vom Haus ist geschlossen. Heißt?
Du kannst zum Beispiel, also hier müssen wir ein Wort hinzufügen. Okay, als Beispiel gebe ich dann den ersten und den zweiten. Der erste ist zum Beispiel Babul Beiti Mughlaqun. Also hier kann man eigentlich beliebige Wörter hinzufügen. Es heißt nicht hier, dass du ein bestimmtes Wort irgendwie hinzufügen kannst und andere kannst du nicht. Wie zum Beispiel jetzt gerade, Babul Beiti Mughlaqun. Die Tür des Hauses ist geschlossen. Bei Nummer zwei steht hier Eina, so und so, Es Sayyarati. Also wo ist so und so vom Auto? Also alles, was zum Auto gehört, kannst du jetzt hinzufügen. Als Beispiel Schlüssel. Wo ist der Schlüssel des Autos? Eina miftahus sayyarati. Habt ihr es verstanden? Ja, also verstanden schon, aber ich glaube, mir persönlich fehlt der Wortschatz. Okay, wegen dem Wortschatz, da müsst ihr euch nicht irgendwie kümmern. Ich kann euch Wörter geben und ihr übersetzt sie. Hä? Wie denn, wenn wir die Wörter nicht kennen? Also die Wörter, die wir bis jetzt genommen haben, wir haben jetzt 29 Seiten, da haben wir schon eine Menge Wörter. Und von diesen Wörtern, die wir gelernt haben, können wir einige hinzufügen. Hm. Jetzt zum Beispiel 3 und 4. Abdullah, versuch du mal. Muhammadun, sallallahu alaihi wasallam, Rasulu. Also was? Okay. Fünf. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Genau. Kannst du nochmal sagen, weil der Netz war ein bisschen schlecht. Okay. Rasulu. Hört man mich klar? Jetzt hören wir dich. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Genau, am Ende von Allah. Sagen wir Allahi oder Allahu? Allahu. Rasulullahi. Genau. Weil das Dativ, Genitiv ist. Also der Gesandte Allahs. Auf Arabisch Mudaf ilayh. Okay, das zweite jetzt haben wir eine Lücke und dann nachher At-Tabibu Ba'idun. Also so und so vom Doktor ist weit. So und so vom Doktor ist weit. Genau. Zum Beispiel das Haus des Doktors ist weit. Was heißt das Haus? Al-Bayt. Okay, Beit, also das Wort Beit. Jetzt, weil Beit, also das Haus, durch den Doktor bestimmt wird, brauchen wir nicht El zu sagen. Okay. Also Baytul Tayyibi. Habibi. Also genau. Baytul Tabibi Aidun. Genau. Beitut Tabibi. Shadda. Ach so, genau, okay. Okay, jetzt Baby. Hussein, 5 und 6. Al-Qur'anu kitab. Al-Qur'anu kitabu karimun. Al-Qur'anu. Kitabun Kerimun ist richtig, okay, das kann man sagen, aber hier möchten wir kein Adjektiv. Es sollte schon ein Genitiv sein. Also der Koran ist das Buch Allahs. Achso, Al-Qur'anu Kitabullahi. Genau, sechs. Was ist Hamid nochmal? Hamid ist auch ein Name. Also Khadija Achso, und so von Hamid. warte, was heißt nochmal? Khadija, tu. Ucht. Ja, Ucht ist richtig. Ja, richtig. Ucht Hamid. Genau. Uchtu oder Uchti? Uchtu. Genau. Khadijatu Ukhtu Hamidin. Genau. Okay.
Jetzt Abdullah, 7 und 8. Ja. Anna, was heißt Schüler? Schüler Talib. Anna Talibul Mudarris. Mudarrisi. Mudarrisun. Genau. Und 8. Was heißt Al-Talibi oder? Herr Talib ist Student, was wir gerade gesagt haben. Und Ach so. Maksur ist gebrochen. Also so und Maksur. so vom Schüler ist gebrochen. Was heißt Maksur und gebrochen? Gebrochen, genau. Und was heißt Hand? Hand jetzt, Käfer? aber du kannst zum Beispiel Stift sagen, der Stift des Schülers oder des Studenten. Ach so. Al-Qalamut-Talibi Maksurun. Okay, alles war gut, außer dass du El-Qalamu gesagt hast. Es ist Ach so, ja. Qalamu Talibi, weil durch Qalamut. Tal wurde es bestimmt. Okay, Hilfe, 9 und 10. Dein Mikrofon. Was heißt Meftuhan? Meftuhan offen. Achso, okay. Ja, Babul Beiti. Okay, super. 10. Kharajul Mudarrisu. خرج المدرس من إلى المدير غشش Du hast ja gesagt, min von. Da kannst du genau nicht ila von sagen. genau stimmt ja warte Du kannst aber jetzt immer خرج sagen. was meinst du Du kannst immer sagen. ist noch Zimmer warte nee sag Rorfa. Hurfe genau خرج المدرس من غرفة المدير مدير من من غرفة sagen wir غرفته oder غرفتي؟ غرفة ال Warum؟ wegen من Genau. خرج المدرس من غرفة المدير. Okay. Jetzt gibt خرجل oder خرجل؟ خرج ال Aber warum خرجل dann؟ Also Kharaja, ganz normal das Verb, rausgegangen. Und da musst Okay. du es auch noch mit El-Mudarrisu verbinden. Kharajal. So. Ich bin schon خرجل gekommen. Hast du es verstanden oder gibt es eine Frage? Mir an sich schon. Wie bitte? Also ich habe es an sich schon verstanden. Ich habe Haradul gesagt, weil es mir sozusagen, weil es sinnvoller klang, aber ansonsten, ja. Die meisten Verben, also eigentlich die Verben in der Vergangenheit, sind immer mit Fetha am Ende. Kharaja, Zahaba und so weiter. Ja. Nur wenn es sie sind, also Mehrzahl. Okay, jetzt Aufgabe 6. Sahih at-Tarkibat at-Taliya. Hier gibt es ganz normale Sätze, aber diese Sätze haben Fehler. Und diese Fehler müssen wir korrigieren. Deswegen diese Striche oder diese Linie, die wir sehen können. Machen wir das nochmal Abdullah als erstes, dann Hüseyin und dann wieder Abdullah. Jeder eine Zeile. Jetzt beim ersten steht Al-Qalamut Talibi. Was ist hier falsch? L, ach so, das L. Genau. Qalamut Talibi eigentlich.
Okay, Bahu Sayyaratu. Wo ist hier der Fehler? Sayyarati. Genau, super. Hussein, nächste Zeile. Bintu Hamidun. Bintu Hamidin, oder? Genau, weil das. Und das zweite? Ach so. Ohne R, also ohne L. Genau. Rasulullah. Genau, Rasulullah. Okay. Abdullah, nächste Zeile. Rasul, das heißt Bintu Hamidun? Bintu Hamidun, da haben wir gesagt Bintu Hamidin, also die Tochter von Hamid. Okay, das heißt aber Binti, oder? Nein, Bintu. Okay. Achso, Hamidin statt Hamidun. Genau. Okay, okay, wir sind jetzt bei der letzten Stelle. Ar-Rasulullah. Da kein L, also Rasulullah. Okay, aber das hat schon Hüseyin gemacht. Du bist jetzt bei der dritten Zeile. Ach so, Entschuldigung. Ja. Kein Problem. Okay, Ismul Walade. Da ist Walade, ist falsch. De, nicht Walade, sondern Ismul Waladi. Genau, super. Und das andere? Ibnul Mudarrisi. Ibnul. Bei Ibnu ist da steht Ibnun. Okay, also das ist falsch. Was ist richtig? Also, da müsste nur Fatha, nicht Fatha sein. Du meinst Dhamma sein. Genau, also ja, nicht Dhamma, sondern Dhamma, genau. Ibnul Mudarrisi. Genau. Okay. Jetzt. Hier auf dieser Seite, also was wir gerade am Bildschirm haben, da geht es direkt eigentlich in, oder die siebte Aufgabe. Im neuen Buch hat man auch noch etwas hinzugefügt. Ganz kurz. Ja, das hat man auch nicht hinzugefügt. Wir hatten auch im letzten Unterricht, also das müsst ihr auch jetzt euch merken. Ist ein bisschen, also könnt ihr nicht erzählen gerade. Wir hatten auch letztens eine Frage offen, weil bei Hüssen hat er gelesen, Yawaladu. Und da hast du ja Yawaladi oder Yawalade, glaube ich, gesagt. Und da habe ich ja korrigiert. Und da habe ich gesagt, dass bei Munada, also wenn du jemanden rufst, dann gibt es fünf Arten von Rufe. Indem du eine Person rufst, die bekannt ist natürlich dann, indem du eine Sache rufst, also Kind zum Beispiel oder Sohn oder so, wo es dann bestimmt sein kann und nicht bestimmt sein kann. Und daher gibt es noch andere, noch zwei weitere. Bei uns ist jetzt hier eigentlich nur die ersten beiden, die ich gerade erwähnt habe, wichtig. Und zwar steht bei mir jetzt in einem Kasten, das werden dann eben die Leute sehen, die die Neuauflage haben, Muhammadun. Und wenn du O Muhammad sagen möchtest, dann sagst du Ja Muhammadu. Und genauso wie bei Khalidun sagst du Ja Khalidu, O Khalid. Wenn du zum Beispiel Lehrer sagen möchtest, O Lehrer, dann sagst du, dann wird Ustazun zu Ja Ustazu. Okay. Und Waladun, O Kind, dann sagst du Ja Waladu. Ich kann mich auch noch erinnern, da, genau, Hüseyin hat gesagt Ja Waladi. Ja Waladi, da fügst du eigentlich noch ein Ja hinzu. Und dann wird es O Mein Kind. Da hast du dieses Mein hinzugefügt, was am Ende kommt. Und durch den Ja muss dann bei Dal ein Kessra kommen. Ich weiß, es ist ein bisschen schwer zu verstehen, ohne etwas vor sich zu haben. Aber inshallah werdet ihr es verstehen, wenn wir zum Thema kommen. Okay, jetzt kommen wir zur Aufgabe 7.
Iqra waktub. Ma dabt awakhir al-kalimat. Also hier müssen wir lesen und gleichzeitig auch versuchen, also man hat uns die Haraka nicht gegeben und deswegen müssen wir versuchen, die richtige Haraka zu geben. Wir machen das so. Hüseyin als erstes, 3, und dann Herr Abdullah 3 und dann Herr Hüseyin wieder 3. Okay, Ja, Aliyu. Ja, Abbasu. Ach so, okay. Also das, was ich gerade gesagt habe, steht eigentlich bei euch, aber das ist jetzt in der Aufgabe 7. Ja. Bei mir ist es ein bisschen anders. Bei mir ist das, was bei euch bei Aufgabe 7 ist, ist in einem Kasten. Und dann kommt die Aufgabe 7, wo bei euch Iqra Waktub steht. So. Okay, dann hat sich alles. Also, okay, ja, Ali. Genau. Ja, Abbasu. Mhm. Und Sheikhun. Genau. Abdullah. Ja, Sheikhi. Ja, Sheikhu. Achso. Man sagt doch, also wenn es mein Lehrer wäre, mein. Genau, genauso bei Ya Waladi habe ich gesagt, oh mein Kind. Und genauso Ya Sheikhi kannst du sagen, aber da musst du ein Ya hinzufügen. Hier gibt es kein Ya. Okay. Also Ya Sheikhu. Mhm. Ya Rajalu. Ya Rajulu, oh Mann. Rajulu. Ya Siru. Ya Sirun. Ya Sirun. Okay, Hüseyin. Ya Amaru. Doktorun. Mhm. Ya Doktorun. Genau. Natürlich will ich nochmal betonen, dass du sagst immer ein Dhamma oder gibst diesem Wort immer ein Dhamma, wenn du etwas rufst, wenn diese Person, wenn diese Sache bekannt ist. Ansonsten ändert sich die Haraka am Ende. Was ist gemeint mit bekannt? Wie bitte? Was ist mit bekannt gemeint? Also, also zum Beispiel, du kennst dieses Kind und sagst du kennst dieses Kind und dann sagst du, ja, wala du. Also eine bestimmte Person, die du, auf die du zeigen kannst, auf die, also die bekannt ist. Ja, ja. Wie du davor geredet hast. Aber wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ich weiß nicht, eine Sache, wenn man sie rufen würde, niemand würde bekannt sein. Zum Beispiel, du bist in der Klasse, hast 30 Schüler. Und dann sagst du, ja, Talibu. Jetzt 30 Schüler werden auf einmal zu dir gucken und sagen, wen meint er damit? Aber wenn du, wenn zum Beispiel im Text steht und der Lehrer zeigte auf einem Schüler und sagte, ja, Talibu, dann hat es einen Sinn. Dann ist es bestimmt. Hat sich die Sache geklärt? Ja. Okay. Dann gehen wir zur Aufgabe 8. اقرأ المثال الآتي الآتي ثم كون أسئلة مثله مشيرا إلى الصور التالية. Also hier haben wir Bilder, das Buch, Stift, T-Shirt oder Hemd, Haus und ein Bett. Und wir müssen genauso wie beim ersten Beispiel selbst Fragen stellen. Die erste zum Beispiel heißt Kitabu man hada. Wessen Buch ist das? Abdullah, beim Stift, was könntest du für eine Frage stellen? Kitabu man, nein. Qalamu man hada. Genau, richtig. Hüseyin, was kannst du bei der zweiten Frage, bei den zwei Bildern stellen? Mikrofon. Beitu man hada? Okay, aber hier hast du zwei Bilder. Erinner dich, genau, erinnere dich da, wo wir mal gesagt haben, Hase und Salika. Was haben wir dort für Fragen gestellt?
Beitumen Delike? Als erstes muss ja mit Hase anfangen. Oder solltest du, wäre besser. Was war Hemd? Hemd ist Kamis. Genau. Ist das ein Hemd? Ist das ein Hemd? Ist doch hel hada qamisun. Genau. Und ist dies ein Haus? Hel dhalika baytun? Genau. Richtig. Und genauso kannst du dann auch als Lehrer zum Beispiel die Sätze verändern, indem du zum Beispiel falsche Fragen stellst, damit der andere das korrigiert. Okay. Okay. Beim letzten Bild möchte ich von Abdullah, dass er sagt, ist das ein Bett? Was heißt nochmal Bett? Sarir. Hada Sarirun. Jetzt hast du gesagt, das ist ein Bett. ما هذا سرير؟ ما هذا ist was ist das? من هذا؟ من wenn du من sagst, dann sagst du wer. هو؟ Es sei denn, ich habe am Anfang falsch gehört. Also du müsstest sagen, hel hatha sarirun. Okay. Nein, du hast nichts falsch gehört. War schon alles falsch. Okay. Du könntest auch zum Beispiel was anderes sagen. Du kannst sagen, ma hatha. Das wäre auch ganz normal. Ich habe doch ma hatha gesagt. Ach so, man, was? Du hast sarirun hinzugefügt. Du hast die Antwort in der Frage gestellt. Ach so. Weil wenn du sagst, ja. Und du hast auch noch man gesagt. Man ist ja für eine Person. Ja, ich habe beides gesagt. Ich habe mehr und man hada gesagt. Okay, also wir können sagen mehr hada oder hell hada sarirun. Beides geht. Ja. Jetzt kommen wir zu einem neuen Thema oder eine neue Regel. Unten. Bei 9, was im neuen Buch eigentlich nicht so steht. Ismun. Ihr merkt, oder also das müsste eigentlich schon jemand unterscheiden, wenn er die Buchstaben schon lernt. Das Elif nennt man eigentlich nur Elif, wenn es keinen Hemse hat. Und wenn ein Elif da ist mit Hemse, dann nennt man es nicht Elif, sondern man sagt Hemse. Diesen Elif, der keinen Hemse hat, nennt man Hemset Wasl. Und wenn es einen Hemse gibt, sei es oben oder unten, dann nennt man das Hemset Qata. Was ist jetzt der Unterschied? Dass bei Hemset Wasl, was wir jetzt gerade hier vor uns haben, auf dieser Seite, dass wenn ein Wort davor ist, das wir verbinden müssen. Aber bei Hemset Qata, also da, wo ein Hemse da ist, beim Elif, dann kann man nicht verbinden. Was ich jetzt mit verbinden, nicht verbinden meine, werden wir gleich zusammen sehen. Zum Beispiel steht jetzt Ismun. Doppelpunkt. Ismul Waladi. Muhammadun. Wasmul Binti Zainabun. Ihr habt bemerkt, in der Mitte habe ich gesagt Wasmu. Ich habe nicht gesagt Wa Ismu. Das, weil das Hemzat Wasl ist. Bei der zweiten Zeile steht Ismul Mudarrisi Hamidun. Mesmul Mudiri. Ich habe nicht gesagt Ma Ismul Mudiri. Ich sagte Mesmul Mudiri. Das, weil davor ein Wort gab es und wir das verbinden konnten. Aber beim ersten, also Ismul Mudarrisi, da gab es nichts davor. Und deswegen mussten wir den Hamzat Wasl aussprechen oder eine Harake geben. Genauso beim nächsten Beispiel, Ibnun.
Weil am Anfang nichts da ist, geben wir dem Hamza, oder Hamza Dwasl, yani, eine Haraka. Ibnu Khalidin fil Madrasati. Wabnu Hamidin fil Jami'ati. Und hier habe ich wieder nicht gesagt, wa ibnu, sondern wabnu. Bei der letzten Zeile, Ibnu al-Mudarrisi fil Fasli. Aina ibnul Mudiri. Und ich habe nicht gesagt, Aina ibnul Mudiri. Ich glaube, alles ist verständlich, richtig? Ja, sicher. Aber meine Frage ist, wenn man das praktisch macht, also ohne dass man liest, sondern redet, woher weiß man das da? Weil da weiß also, man ja nicht, dass das jetzt ein Hamza ist oder ob das ein ähnliches ist, beim Reden quasi. Es gibt einige Wörter, bei denen du das auswendig lernst. Und danach gibt es einige, die einen Wazn haben, also eine Waage haben, bestimmte Bausteine oder eine bestimmte Form, wo du dann sagst, hier muss ein Hamzat Wasl kommen oder hier muss ein Hamzat Qatra kommen. Also das lernt man mit der Zeit, inshallah. Und kann sein, ich weiß nicht mehr, ich bin mich nicht mehr sicher, kann sein, dass ich das in einem Unterricht in meinem YouTube-Kanal erwähnt habe. Also wenn man bei Playlist geht, dann gibt es auch noch B1 oder B2 oder sowas. Sarf. Und bei diesem Sarf-Unterrichten habe ich das, glaube ich, erwähnt. Also natürlich kommt das ein bisschen später. Ja. Okay. Also wenigstens wisst ihr zum Beispiel bei Ism oder bei Ibn oder bei zum Beispiel Elit Tadif, also bei der Bestimmung dieses Tadi das, dem Artikel, diese Elifs haben dann immer keine Hamza und die muss man immer verbinden. Okay. Dann kommen wir zur letzten Seite. Wir machen noch 5 Minuten. Hier steht dann اقرأ ما يلي مراعيا قواعد نطق همزة الوصل. Also wir haben jetzt die Regel gelernt und wir müssen jetzt versuchen, es zu praktizieren. Wir fangen mit Abdullah an und dann Herr Hussein und so weiter. Abdullah, erster Satz. Ibn Muhammad Dun. Din. Muhammad Din. Weil das Mudaf ilayh ist, also der Sohn von Muhammad. Viel? Ja, danke. Viel Iraqi? Viel Iraqi, Irak also? Ach so, okay. Viel Iraqi, Webno Hamidun, viel Hindu? Viel Hindi, also Webno Hamidin, viel Hindi. Also der Sohn von Hamid ist in Indien. Ja. Okay. Hussein, 2. Kharajabnu. Also nee. Kharajabnu Tabibu. Tabi. Bi. Minel Beiti. Genau. Abdullah, 3. ذهب ابن warte, was ist das? ذهب ابن التجارة نعم التاجري genau ذهب ابن التاجري إلى السوق. Okay, hier muss ich korrigieren. ذهب ابن ذهب also ذهب ابن التاجر الى السوق الى السوق. اوكي اوكي حسين 4 اسم المهندس فيصل اوكي فيصل واسم الطبيب واسم الطبيب مسعود. Genau. 5, Abdullah.
Mess Murraju Li. Li, genau. Hussein? Ibn Umen Ente. Anna Ibn Ul Anna Ibn Ul. Genau, Anna Ibn Ul Waziri. Genau. Okay. Unten haben wir dann eben neue Wörter. Al-Kalimat al-Jadida. Al-Rasulu, der Gesandte. Al-Ka'batu, die Kaaba. Al-Ismu, der Name. Al-Ibnu, der Sohn. Al-Ammu, der Onkel. Al-Khalu, der Onkel von der Mutterseite. Al-Haqibatu, die Tasche. Al-Sayyaratu, das Auto. Al-Shari'u, die Straße. Mughlaqun, geschlossen. Tahta, unten. Hunaka, dort. Unten haben wir auch noch die Regel von Mudaf ilayh. Sayyaratul Mudarrisi, also das Auto vom Lehrer. Also Al-Mudarrisi ist ja Genitiv. Auf Arabisch sagen wir Mudaf ilayh. Und das, was immer davor ist, nennen wir Mudaf. Unten. Okay, also steht, das ist eigentlich das, was im alten Buch steht. Im neuen gibt es dann auch noch Mesmul Waladi. Und da wollte man dann eben nochmal sagen,